Hallöchen. Ich hatte ein kleines Aufnahmeproblem, wie ich in dem Channel schon geschrieben habe. Und das ist mir leider erst aufgefallen, als ich das Video schon, beziehungsweise das Level schon beendet hatte. Und gedacht habe, ich wäre mit dem Video fertig. Aber da ist mir leider die Festplatte voll geworden. Habe jetzt einfach nochmal von vorne angefangen. Und bis zu der Stelle ungefähr hingespielt, damit ihr hier einigermaßen ein glaubhaftes Erlebnis habt. So, wir befinden uns immer noch auf unserem Schiff. Für die Achievement-Huren unter uns ist vielleicht interessant, dass es wieder wirklich alles stackt und ihr einfach Kills über mehrere Charaktere etc. sammeln könnt, falls wen interessiert. Ich habe auch festgestellt, dass die Gegenstände wohl random verteilt sind. Also ich habe vorhin eine Batterie gefunden, wo gestern definitiv keine drin war. Und jetzt weiß ich auch endlich, wie man den Frenzy oder Fury aktiviert hat. Und zwar indem man die B-Taste gedrückt hält auf dem Joypad. Hatte ich gestern leider ein bisschen verdrängt gehabt, wie das nochmal funktioniert hat. Ist halt schon etwas länger her, der Dead Island Durchgang, der letzte. Ja, die Civilians muss man beschützen, aber ich glaube, wir kommen schon ganz gut alleine zurecht. Große böse Army-Menschen. Werden natürlich sofort zerfetzt, aber unser Mädel mit dem Rock, die hält das alles aus. Ich hatte vorhin auf dem Weg hierher schon eine Pistole gefunden, hatte mich eh gewundert, dass da so viel Munition rumlag für offensichtlich fehlende Schusswaffen. Aber spätestens hier hat man jetzt eh eine Waffe in der Hand, dann kann man das hier schon mal demonstrieren. Ich finde die Schusssteuerung nach wie vor relativ schlecht. Aber wenigstens muss man nicht auf Tuchfühlung. Ich hätte mir vielleicht den Frenzy für hier aufheben sollen. Aber so kann man wenigstens ein bisschen was von der Szene sehen. Sonst wäre das wahrscheinlich ein paar Sekunden alles gelaufen. Der große Oberzombie. Hält schon ein bisschen was aus. Framerate ist gerade nicht so toll. Ich bin selbst gespannt, wie das dann im Video wirkt. Aber wie mir gestern aufgefallen ist, sobald man von dem Schiff runter ist, ist es auch deutlich besser. Sieht meiner Meinung nach auch besser aus. Das werden schon diese tollen Wettereffekte sein, die hier die Performance so runterziehen. So, ein kleines Level-Up hatten wir noch. Ein bisschen die Blutungsdauer erhöhen, schadet nie. Captain, mein Captain. Jammed, find another way in. Zum Glück gibt es in so Spielen immer irgendwelche Leitern, die irgendwo rumstehen. Alternativrouten muss es ja geben, sonst wäre eher schlecht. Wow. Und da sind wir auch schon. Doch nichts in der Nähe, klang gerade so. Die
andere Knarre schon wieder weg. Hallo, Captain. Es ist einfach kein Skispiel. Every King Dies. Endboss Achievements oder Champion Achievements oder wie man die Bosse hier nennen will. Rares Champions. Gute Frage. Na, und da ist es. War mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber ja, nach der schönen Schifffahrt endlich gestrandet. Dann wird es auch ein bisschen farbenprächtiger, läuft direkt besser, wie ich festgestellt habe gestern, hatte ich gerade schon erzählt. Und ich freue mich, wenn wir wieder ein bisschen ein tropischeres Setting haben, endlich. Es ist einfach Urlaubsstimmung. Mit Zombies. Wake up. You all right? What happened? The ship. Get up. The ship's dead in the water. Can you walk? I guess so. Where am I? Hal and I. But it's really not safe here on the beach. There's an infection. Some sort of plague. God. Not again. The whole island's gone to hell. So, it's spreading. We'll talk later. Right now you need to move. Head for the Paradise Survival Camp. Look for the big treehouse. You'll find other survivors there. Take this. In the meantime, I'll see if anyone else washed up on the beach. So, Gott sei Dank, it's spreading. Wenn sich's nicht verteilen würde, die Seuche, dann hätte man leider ja nichts mehr zu spielen, wäre auch schlecht. Ein Paddel. Ja, um euch nochmal ganz kurz die Umgebung zu zeigen, bevor wir effektiv anfangen im ersten Kapitel. Hat schon was von Far Cry. Endlich Insel-Setting. Auch wenn es dem Herrn hier offensichtlich Wayne ist. Okay, der war schlecht. So, dann loote ich hier noch ein bisschen in der Gegend rum, verabschiede mich erstmal, danke fürs Zugucken und gerne mehr davon, wenn es jemanden interessiert. Ich freue mich auf jeden Fall drauf weiterzuspielen. Bis demnächst.